so, wir haben uns jetzt doch nochmal gewagt, in den Warta-Nationalpark zu fahren. Was war da mit mir am Anfang? Zeig mal deinen Anker, Baby. Ja, Anker auf Afrikanisch. Du haltest dich am Schiff fest. Alles war voller Wasserlilien. Das war richtig, richtig schön. Ja, was für euch gerade irgendwie eine lässige Zeitreise von einer Sekunde war, war für uns vorgestern tatsächlich eine 6 Stunden 45 Minuten Anreise für 650 Kilometer ungefähr. Fahrzeit. Weil wir sind nämlich jetzt in der sogenannten Sambesi-Region von Namibia und die ist hier. Wir sind aber tatsächlich schon auf der zweiten Campsite inzwischen, weil auf der ersten hatten wir so ein kleines Problemchen und das blenden wir euch mal kurz ein. Darf ich vorstellen? Nala und Sarabi. Haben wir so genannt? Ne? Ja. Ja, wir sind hier gerade noch so ein bisschen am Kämpfen von den Befreiung des Zeltes. Ne? Das ist heute so ein bisschen so. Ich habe heute Nacht noch gedacht, verdammt, so eine Mücke reingekommen. Ne? Heute Morgen haben wir dann mal geguckt, da sind doch ein paar mehr Ameisen, weil wir hier das ganze Areal ist mit Ameisen bedeckt hier. Ja, und die Sambesi-Region in Namibia wurde früher auch Caprivi-Streifen genannt. Das ist so ein bisschen ja der kleine Zipfel an dem sonst relativ rechteckigen Landesumriss hier. Und ist auf jeden Fall wie, als wäre man im total anderen Land, oder? Absolut, ja. Es war dann irgendwie so ein kleiner Cut. Ne? Genau, also irgendwie man hat eine gewisse Grenze hier passiert und dann war das, als wäre man in ein anderes Land eingereist. Es ist hier total grün. Es leben auch ganz andere Menschen, also auch ganz andere Volksstämme hier. Es ist, allgemein hat man das Gefühl, es ist bedeutend dichter besiedelt. Es spielt sich halt alles hier an diesem Fluss, dem Kavango und den Okavanga ab, der nachher auch zum berühmten Okavanga-Delta in Botswana nachher wird. Und ja, also richtig, richtig cooles, einfach ganz coole Region, die wir unbedingt bereisen wollten. Ja, und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Boah. Unser Badezimmer, da wird uns gerade schon Heißwasser vorbereitet, das Feuerholz brennt. Schlafzimmer, wie eh und je. Es gewittert schon wieder, mal sehen, wie das so wird unter dem großen Baum. Dann haben wir hier unsere Feuerstelle. Unsere Kitchen Area. Und das Wohnzimmer. Und zwar was ganz cool ist, hier in der Nähe von der Campsite sind eigentlich drei Nationalparks, die man besuchen kann. Blende ich euch gleich mal ein, welche das sind. Und das Doofe ist jetzt, wir sind natürlich in der Regenzeit, das heißt, es sind nicht so viele befahrbar. Also selbst für geübte Fahrer ist es schon echt schwierig, die teilweise zu befahren, weil die entweder so schlammig sind oder einfach teilweise auch wirklich überflutet die Wege. Ja, viele sind halt auf Sand, ne? Halt einfach richtig, ne? Tieferer Sand. Tieferer Sand, genau. Also von daher werden wir nicht groß in die Nationalparks reinfahren. Aber was ganz cool ist, ist ein Tipp hier von Dan von der Unterkunft gewesen. Der Mudumo-Nationalpark, da geht quasi die offizielle Teerstraße ungefähr für 15 Kilometer quer durch. Das heißt, man kann also einmal hin und zurückfahren, hat dann 30 Kilometer durch den Nationalpark, muss nicht mal Eintrittsgebühren zahlen. Und in den letzten Tagen hat man da wohl trotzdem richtig viele Tiere gesehen. Von daher werden wir das jetzt nochmal machen. Was hat er gesagt? 6 Cheetahs? Er hat was von 6 Cheetahs erzählt, die angeblich gesehen wurden. Wir werden mal gucken, ob wir Glück haben.
Guten Morgen. Knusper, knusper. Knusper, knusper. Ja, wir essen gerade noch ein paar Cracker, weil für uns geht es gleich los und wir haben nicht mehr richtig Zeit zum Frühstücken vorher. Oh nein, nur dass wir nicht verhungern. Wir machen nämlich gleich mit Dan hier eine Bootstour über den Fluss. Das ist eigentlich auch der Grund, weswegen wir überhaupt hier sind. Weil das wurde uns gleich empfohlen, das hier mit ihm zu machen. Er soll einer der sein, der am meisten euch hier erzählen kann über die ganze Natur hier und die Tiere und den Zusammenhang. Sowohl Positives als auch Negatives. Also da freuen wir uns schon mega drauf, hoffen ein paar Hippos und ein paar Krokus zu sehen. Und er erzählt ja auch keinen Bullshit, ne? Also ich habe ihn jetzt auch gefragt, ob er auch diese, ob er bietet auch so eine Wandertour an. Genau, das mit 3 Stunden. Und sagte dann auch gleich, nein, Tiere sind im Moment so weit im Busch, bringt überhaupt nichts. Genau, weil sonst kann man nämlich auch zu Fuß hier so eine 3-stündige Tour durch den Busch machen, aber sagt er ganz ehrlich, nee, bringt halt im Moment einfach nichts, wir werden nichts sehen. Ja, und geht gleich los und jetzt gibt es noch einen Cracker. Irgendwie ernähren wir uns relativ viel von Cracker hier. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf viel frisches Obst und Gemüse, wenn wir zu Hause sind. Und ja, bis denn, mal sehen, was wir zu essen werden. Zeig mal deinen Anker, Baby. Ja, Anker auf Afrikanisch. Schon mal haltet sich am Schilf fest. Nämlich kurz die Batterie vergessen. Die braucht er nochmal, muss er nachholen, weil sonst kommt gar nicht los. Season's moving, the rainy season, it gets later and later and later everywhere. September. Rain comes, everything is harvested by Christmas. Now they plant November and harvest in April. Wir haben uns jetzt doch nochmal gewagt, in den Warta-Nationalpark zu fahren. Wir haben auf jeden Fall über den Park hier gehört, dass es wohl ab und an mal passieren soll, dass so eine Elefantenherde einen durchaus mal umzingeln kann und man dann ein bisschen im Auto ausharren muss. Nicht so toll lenken. Im Auto ausharren muss, bis ja, die Elefantenherde einem wieder den Gruppe Weg freimacht. Gruppe A von vorne, Gruppe B von hinten. Ja, mal schauen. Wir sind auf jeden Fall aufgeregt und freuen uns und mal sehen, ob wir überhaupt welche sehen, Elefanten. Möglicherweise haben wir auch so gar keinen Plan eigentlich, wo wir hier sind. Weil die Karte ist viel Hashtag zu undetail- we are lost. Ja, lost würde ich jetzt nicht sagen. Also es führt ja noch einen Weg, aber man kann sich selber auf dieser sehr unübersichtlichen Karte nicht wiederfinden, weil diese gar nicht so detailliert ist. Achso, so sehen im Moment übrigens diese Hinweisschilder aus. Also ein bisschen zugewuchert. Da steht irgendwas mit Viewpoint drauf, aber nachdem der andere schon so zugewuchert war, der Weg, fahren wir jetzt denn hier lang. Allerdings steht hier nicht, wo es hier lang geht. So, und wir stehen mal wieder an einer Kreuzung. Brauchen wir auch mal gar kein Hinweisschild. Also. Ja, aber das ist halt so, hier lernt man halt auch Entscheidungen zu treffen fürs Leben. So, ne? Genau, rechts oder links. Irgendwo wird es schon lang gehen. Du brauchst keine Karte, also nützt ja nichts.
Man sieht ja nicht drauf, wo du bist. Doch noch unseren Weg hier zum Horseshoe gemacht. Manchmal hilft Google Maps einfach weiter, auch in irgendwelchen Nationalparks. Und ja, ganz cool. Also hier gibt es so eine Aussichtsplattform, auf die man hier raufgehen kann. Und da sieht man quasi, wie der Fluss hier einmal diese hufeisenförmige Biegung denn nachher macht. Und auf dem Land, da drüben, kann man das Land nennen? Ja. Sieht man das? Ist auf jeden Fall im Moment ganz schön viel Tier zu sehen. Also die Fahrt war lustig, ne? Also die Fahrt war lustig. Ja, die war cool. Ist halt, das Gras ist hier total hoch. Also man hat eigentlich außer ein bisschen paar Antilopen und Warzenschweine haben wir gesehen. Sonst haben wir jetzt nicht so wirklich viel gesehen. Ja, sonst haben wir auf jeden Fall nicht so viel gesehen. Aber kann man mal machen. Also ist auf jeden Fall witzig, die Fahrt. Das ist schon wirklich, da brauchst du auf jeden Fall ein 4x4 für. Das macht schon Sinn. Ich glaube, man darf ja auch nur mit einem 4x4 rein, soweit ich weiß. Was auch ganz, irgendwie ganz geil ist, im Etosha darfst du bloß nicht aus dem Auto aussteigen, außer in überzäunten Gebieten. Und hier steckt man halt mal aus, um zum Aussichtspunkt zu gehen. Also. Schulter euch hier noch so ein kleines Resümee zu gestern. Gestern? Was war da? Wap Water? Mit B? Wap Water, ja. Ja, richtig cool. Ja, also wir hatten ja erst morgens diese Bootstour mit Dan gemacht. Da können wir total empfehlen. War richtig cool, mal so von einem Boot eine Safari zu machen. Wir haben richtig viele Vögel gesehen. Wir haben ganz viele Antilopenarten gesehen. Alles war voller Wasserlilien. Das war richtig, richtig schön. So viele Hippos. Ganz, ganz viele Hippos gesehen. Und nachher in der Trockenzeit im September kann man wohl da also Unmengen an Wild sehen. Also von Büffeln über Elefanten. Da ist alles wohl da. Das ist auch definitiv Wahnsinn, alles da. Ja. Und dann schön mit dem Boot dadurch. Das ist Hammer. Ich glaube, es ist mal richtig cool. Also mal eine richtig geile Alternative, um mit dem Auto, als mit dem Auto dann immer durchzufahren. Ja. Und halt richtig toll war, er hat uns so viel erzählt, halt jetzt nicht nur so diese positiven Sachen so oder guck mal hier ein Nilpferd oder so, sondern halt auch ganz viele Zusammenhänge, was den Tierschutz betrifft, was für den Erhalt dieses Wildlife da nötig ist, beziehungsweise welche Rolle der Tourismus spielt, sogar diese Trophäenjagd, auch wenn wir das überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man sowas machen kann, aber auch das hat durchaus einen positiven Effekt auf diese ganze Naturschutzgeschichte. Und hat uns auch vieles über die lokale Situation der Zeit erzählt, dass halt die Preise momentan auch so abgehoben sind, dass ich sag mal, ein Durchschnittsverdiener kaum noch einen Wocheneinkauf leisten kann. Was natürlich dann auch in absehbarer Zeit dazu führt, dass wahrscheinlich die lokale Bevölkerung wieder vermehrt wildern wird, weil sie sonst gar keine andere Möglichkeit haben, ihr Essen zu finanzieren. Also das waren echt nochmal ganz interessante Aspekte, die man teilweise so auch nicht in dem Zusammenhang gesehen hat. Also können wir definitiv wärmsten empfehlen, wie immer. Wir verlinken unten, wo wir waren und was wir gemacht haben und wie das da hieß und wo wir gecampt haben. Ja, auf jeden Fall lange genug gequatscht wieder. Ihr seht, wir sind so heimlich schon mal weitergereist am Hintergrund, aber das würde ich sagen, packen wir in den nächsten Vlog quasi hier unsere letzten Tage in Namibia, weil sonst wird das jetzt hier zu lang und von daher wünschen wir euch noch ein... Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und hier kommt jetzt zu Play, das war Namibia. Das war jetzt völlig unvorbereitet. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Macht's gut.